Hi meine Lieben, Nanajwa hier und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein True Crime Video nach einer längeren Zeit und ich wollte eigentlich diese Videos nicht mehr machen, weil True Crime, Tod oder auch Mord einfach Low Vibration ist. Es sind bedrückende Themen, die einen runterziehen können. Und gerade für Menschen, die generell an Depressionen leiden oder mental einfach nicht stark sind, solche Themen, Albträume, Panikattacken, ein unwohles Gefühl auslösen können. Daher wollte ich eigentlich diese Videos nicht mehr machen. Seit einigen Monaten spricht eine Stimme zu mir und sagt, say my name, rede darüber. Bring Awareness. In diesem Video, wenn ich mir jedes Mal die Geschichte anhöre, weine ich, zittere ich, mir ist dann immer flau im Magen, da ich mir immer wieder denke, wir haben uns es nicht ausgesucht zu leben. Keiner von uns hat gesagt, ich will leben. Ich möchte hier sein. Keiner hat sich seine Eltern ausgesucht oder seine Familie ausgesucht. Es gibt Menschen, die kommen auf die Welt, haben eine behütete Kindheit, Eltern, die sie lieben, Geschwister, Verwandte, Freunde und lieben ihr Leben. Andere wiederum nicht. In diesem Video geht es um unsere Königin, unsere Schwester, Victoria Kimbier. Victoria Adjo Kimbier, geboren am 2. November 1991 in Abobo in der Elfenbeinküste. Victoria war das fünfte Kind von sieben. Sie wurde als sehr herzlich beschrieben, sehr liebevoll. Victoria liebte es zu tanzen, sie liebte es zu spielen und sie liebte die Aufmerksamkeit. Sie war immer Center of Attention. Victoria Kimbier liebte die Farbe Rot, sie liebte es, sich zu verkleiden und sie liebte es, mit ihrer Familie zu lachen. Und da sie einfach so viele Geschwister hatte, war ihr nie langweilig. Da sie natürlich in einem etwas kleineren Dorf lebten, konnten die Eltern sich natürlich es nicht leisten, dass alle Kinder in die Schule kommen. Doch das war am Ende des Tages nicht unbedingt das Problem. Victoria hatte sieben wunderschöne Jahre. Und sie war sehr respektvoll. Sie hat zwei Sprachen gesprochen, unter anderem Französisch und die Muttersprache in der Elfenbeinküste. Im Oktober 1998 verstarb ein Familienmitglied von Victoria Kimbier. Aufgrund der Beerdigung kam die Großtante von ihrem Vater namens Marie-Therese zu Besuch. Sie kam aus Frankreich und war natürlich auch auf der Beerdigung gewesen. Sie ging dann natürlich zu ihrem Neffen und sagte zu ihm, hey, ich habe einen Pass für eine Achtjährige, die ich gerne nach Frankreich mitnehmen möchte, um ihr einfach eine super, super tolle Zukunft zu bieten und einfach auch dann den anderen Kindern die Möglichkeit zu geben, auch mit nach Frankreich zu kommen.
Victorias Eltern haben sich natürlich so gefreut und haben natürlich gesagt, ja, whatever it takes. Und Victoria war schon im Alter von 7 Jahren so intelligent und hat gesagt, ich wurde auserwählt, nach Europa zu fliegen, um in die Schule zu kommen, um was zu lernen. Und sie war so dankbar und hat sich so gefreut und hat ihren Eltern gesagt, ich werde euch so stolz machen und werde euch alle mitnehmen. Da gab es aber in der ganzen Geschichte einen Haken. Victoria war eigentlich nie auserwählt gewesen, nach Frankreich zu fliegen, da ihre Tante Marie-Therese ein anderes Mädchen in Sicht hatte namens Anna. Sie hat die Dokumente fertig gemacht. Doch an dem Tag, wo sie die eigentlich holen wollte, haben die Eltern irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl bekommen. Ich sage in solchen Situationen immer Intuition, innere Stimme. Und sie haben dann gesagt, wir haben irgendwie gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir möchten unser Kind doch nicht mehr nach Frankreich schicken. Und daher wurde dann Victoria ausgewählt. Das Problem an der ganzen Sache war aber auch, dass Anna lange Haare hatte und Victoria leider nicht. Daher hat sie Hair Extensions besorgt, hat alles vorbereitet und die zwei sahen sich echt zum Verwechseln ähnlich. Und als alles dann fertig gemacht wurde, flog Marie-Therese mit Victoria im November nach Frankreich. Am Anfang schien alles perfekt und alles schön und gut. Victoria kam auch in die Schule und Lehrer haben beschrieben, dass Victoria ein sehr, sehr aufmerksames Kind war. Sie war sehr motiviert, sie hatte sehr, sehr viel Spaß und ging sehr gern zur Schule. Doch weniger als ein Monat, nachdem Victoria eingeschult wurde, hatte sie so viele Fehltage, dass die Schule sich dazu entschlossen hat, sich bei Marie-Therese zu melden und zu sagen, ihre Tochter kommt nicht regelmäßig in die Schule. Woran liegt das? Marie-Therese Antwort war, sie ist ein schlimmes Kind, sie ist ein böses Kind, sie möchte nicht in die Schule gehen. 3 Monate später kam sie wieder regelmäßig in die Schule und es fiel ganz schnell auf, dass Victoria nicht mehr so aussieht, wie sie vor einigen Monaten aussah. Sie hatte viele Wunden, die schon verheilt waren, die frisch waren, sehr viele Kratzer und es fiel den Lehrern ganz schnell auf, dass sie eine Perücke trägt und da haben die sich schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ihre Klamotten waren sehr dreckig, sie ist sehr oft im Unterricht eingeschlafen und haben das dann nochmal beim Jugendamt gemeldet und haben gesagt, wir glauben, es handelt sich um ein Kind, das missbraucht wird. Sie ist quasi in einer Risikofamilie. Als natürlich die Behörde in Frankreich auch Investigations gemacht haben und den Fall sehr schnell auch geschildert haben, hat sich herausgestellt, dass Marie-Therese dem Staat über 2000 Euro schuldet und haben das Geld natürlich gefordert. Kurze Zeit später sind Victoria und Marie-Therese nach London geflüchtet, wo sie erstmal in einem Hostel gelebt hat, bis sie natürlich auch von der Stadt dann auch eine Sozialwohnung bekommen hat. Einige Sozialarbeiter haben gemeint, dass Victoria so ungepflegt aussah, also wie in den Werbungen, wie sie immer arme Kinder zeigen. Und sie dachten eher, es wäre eine Masche gewesen, damit sie mehr Geld bekommen. Einige Wochen später kam Victoria dann mal wieder zu Besuch. Bekannte hat gesagt, als sie Victoria gesehen hat, war sie total schockiert. Sie hatte eine sehr, sehr starke, tiefe Wunde an ihrer Wange und hatte einen Schnitt am Augenlid, wo die Haut schon raushing. Sie war sehr abgemagert, sie war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und sie haben ihr die Perücke abgenommen und haben gesehen, dass sie einfach so viele Verbrennungen hatte, wahrscheinlich Verbrennungen 2. bis 3. Grades, dass an manchen Stellen die Haut gar nicht mehr war, dass sie so schlimm aussah, dass die gesagt haben, hey, was ist da passiert? Marie-Therese hat allen Ernstes behauptet, dass die Schnitte, also die hatte auch Schnittverletzungen an den Händen, dass sie mit Rasierklingen gespielt hat und sich selbst die Verletzungen gemacht hat, zum einen.
zum anderen sie eine Hautkrankheit hat, wo die Haut juckt und sie selbst ihren Kopf in kochendem Wasser gesteckt hat, um diese Schmerzen zu lindern. Und den Schnitt von ihrer Wange hat sie bekommen, da sie eine Rolltreppe runtergefallen ist. 3 Tage später hat die Bekannte gesagt, hey, ich muss da was machen, und hat sofort beim Jugendamt angerufen. Sie hat anonym angerufen, sie hat versucht, diesen Fall irgendwie zu lösen, und es hat 3 Wochen gedauert, bis irgendeine Rückmeldung kam. Sie hat sie auch ins Krankenhaus gebracht, um sie untersuchen zu lassen. Und die Ärzte haben allen Ernstes gesagt, dass sie höchstwahrscheinlich diese Hautkrankheit hat, und warum sollte die Mutter lügen? Das hat nichts mit Kindesmissbrauch zu tun. Im Juni 1999 bekam sie eine Stelle im Krankenhaus. Marie-Therese hat Vollzeit gearbeitet und Victoria war immer alleine zu Hause. Und wenige Wochen später lernte sie einen 26-jährigen Mann namens Carl Manning kennen. Und ich muss erwähnen, Marie-Therese war Mitte 40 und Carl Manning war in meinem Alter. Er war Busfahrer gewesen. Von Familie und Bekannten hieß es, er war sehr zurückhaltend, er war sehr introvertiert, sehr cringe, sehr merkwürdig. Er hatte kaum Erfahrungen mit Frauen und hatte auch kein soziales Leben, und hat Marie-Therese kennengelernt, und sie wurden auch ganz schnell ein Paar und zogen innerhalb von 3 Wochen zusammen. Und Carl Manning hatte so eine kleine Wohnung, dass es selbst für ihn zu klein war, und Marie-Therese zog mit Victoria dorthin, obwohl sie eigentlich eine sehr gute Sozialwohnung hatten. Wenn ihr bis jetzt alles gut verdauen konntet, möchte ich einen Disclaimer geben. Die Informationen, die ich euch jetzt geben werde, sind nicht für schwache Nerven, sind für keine Person gut geeignet, die selbst Kindheitstrauma erlebt haben oder generell ein Trauma erlebt haben, was sie psychisch so stark beeinflusst. Und auch für Menschen, die Panikattacken haben, die an sehr starker Depression leiden, oder einfach Menschen, die noch nie mit so einem Thema was zu tun hatten, bitte schaltet das Video aus. Victoria Adjo Klembier musste mit Abstand die schlimmste Form von Missbrauch mitmachen. Victoria Adjo Klembier wurde zum einen sexuell missbraucht von Carl Manning. Carl Manning hat sie so verprügelt, dass nichts mehr ging. Marie-Therese hat sie auch natürlich sehr, sehr stark missbraucht. Carl Manning hatte eine Schlafcouch. Er hatte eine Schlafcouch und ein Doppelbett. Und trotz all dem ließen sie Victoria in der Badewanne schlafen. Victoria Klembier hatte keine Decke, kein Kissen. Sie schlief in einer Mülltüte, wo sie natürlich drin uriniert hatte und auch natürlich was anderes gemacht hatte. Ihre Arme und Beine wurden immer zugetaped. Sie hat manchmal tagelang nichts zu essen bekommen. Manchmal hat man ihr einen Teller vor die Nase gestellt und sie musste wirklich sich bücken und wie ein Hund essen. Man hat ihr Zigaretten am Körper abgedrückt. Man hat sie so stark mit einem Gürtel geschlagen, dass man den Abdruck vom Gürtel gesehen hat. Man hat sie mit heißem Wasser gebrüht. Gesicht, Kopf. Man hat sie gewürgt. Victoria Klembier wurde so missbraucht und so gefoltert, dass sie selbst gesagt hat, ich bin von einem Dämon besessen, bin ein böses Kind. Obwohl es andere Leute gesehen haben,
hat man trotzdem nicht die Initiative ergriffen, sie da rauszuholen. Sie hat so viel Leid durchmachen müssen. Victoria Climbier hat nie geweint. Victoria Climbier dachte, sie hätte es verdient. Marie-Therese ist zu verschiedenen Pastoren gegangen und hat gesagt, mein Kind ist vom Teufel besessen. Und die Pastoren haben das Geld einkassiert, haben für sie gebetet. Keiner hat gesagt, warum hat die so viele Verletzungen? Warum hat sie Verbrennungen? Warum ist sie so verunstaltet? Keiner hat es einfach einsehen wollen, dass dieses Kind Höllenqualen durchgeht. Das Jugendamt wurde irgendwann eingeschaltet. Victoria Climbier ging es irgendwann so schlecht und sie kam ins Krankenhaus, weil sie natürlich auch Atemprobleme hatte. Die Ärzte haben sie fotografiert. Die Bilder, die ich euch zeigen werde, sind so grafisch. Schaut euch bitte diese Fotos an und fragt euch, wenn ihr dieses Kind gesehen hättet, hättet ihr sie wieder zu ihrer Mutter gebracht? Hätte man sie wieder nach Hause gebracht? Victoria Climbier verlor den Kampf im Jahre 2000. Als Victoria Climbier starb und man sagte, dass es sich um Hyperthermie handelte, wurde Karl Manning und Marie-Therese natürlich sofort festgenommen und eine Bekannte, die auch auf YouTube ist, konnte die Eltern kontaktieren und man konnte die Eltern auch nach London einfliegen lassen. I'm going to read you a story. You will know this story. Some of you will be very shocked. She's Victoria Climbier. She was a member of my extended family in the Côte d'Ivoire. So I'm going to start with Victoria Lives Forever. Many of you would not know that when the statutory review happened and we had this document working together, so all the authorities in the UK will work together to safeguard children, and her parents were brought over from the Ivory Coast. I helped them come here. Imran Khan, initially the lawyer, supported them. That the report came out. Both her parents, my uncle Francis Climbier and his wife, my auntie, but are both dead. They're both dead. They didn't live long after that report. And her legacy still lives on, although sadly, many more children of color, black, white, are dying in this country, especially nowadays with the pandemic. We must not forget the social services and those who are fighting to support our children and those who are militating against families. Und die Eltern waren so zerbrochen. Karl Manning hat die Sache sehr schnell zugegeben und hat auch gesagt, da hat Victoria so oft geschlagen und sie hat nie gezuckt, sie hat nie geweint, sie hat sich nicht gewehrt. Er konnte alles mit ihr machen und Victoria hat einfach alles zugelassen. Ich habe gelernt, wenn Dinge zu schön sind, um wahr zu sein, dass ich mich sofort entfernen muss. Mein Name war Victoria Adjoe Climbier. Ich wünsche euch einen schönen Tag, auch wenn die Welt böse ist. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. If you're feeling significant, you better think again. Better wake up because you're part of something way bigger. You're part of something way bigger. Not just a speck in the universe. Not just some words in a Bible verse. You are the living word. You're part of something way bigger. Bigger than you, bigger than we. Bigger than the picture they framed us to see. But now I see it. It ain't no secret, no. Understand the truth about that question in your soul. Look up, don't look down, and watch the answers unfold. Life is your birthright, they hit that in the fine print. Get the pen and rewrite it. Step out your estimate. Step in your essence. And know you are excellent, right? The Spirit is teaching. No, I'm not just preaching. I'm taking my own advice.